Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Ja, wir haben den 20. Frühling. Ich denke mal, wir werden den heute auch fertig machen. Im Part. Und ja, dann ist das unser letzter Frühling gewesen. Morgen hat Bon Vivant Geburtstag und dann ist noch der Kochwettbewerb und Aqua hat auch noch Geburtstag. Und dann hat noch Sandra Geburtstag. So viele Leute, die Geburtstag haben. Wieso haben die alle Geburtstag? Ich mag das Lied irgendwie lieber. Das ist irgendwie so. Es ist Sonntag. Das geht voll krass ab hier. Meine Gurken sind soweit. Geil. Ich hole vielleicht für den Kochwettbewerb nochmal die Wichtel. Ich glaube, das mache ich jetzt immer, dass zu den Feiertagen denn doch bitte mal die Wichtel ihre Hintern zu mir schwingen sollen, damit sie denn gießen. Wird auf jeden Fall einiges einfacher machen. Nein! Alle. Ich hab's doch gesehen. Ich komme mir immer so unter Stress vor. Hier beim Gießen. Dabei ist das gar nicht so stressig. Aber es kommt mir halt so vor, weil jetzt muss ich halt noch abernten. Und die Tiere rauslassen. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal zuerst die Tiere rauslassen und mich um die Tiere kümmern. Weil alles andere läuft ja jetzt nicht wirklich weg. Und die Tiere haben halt nur so ein begrenztes Zeitfenster, wo sie denn halt draußen fressen können. Und da will ich denn halt nicht, dass die das so verkürzt haben. Die sollen so viel fressen, wie sie sollen und können und müssen. Wo ist mein Pferd? Hier geblieben. Ich merke schon, das wird wieder sehr anstrengend. Ach ja, stimmt. Gotz macht auch unser Silo. Ha. Lol. Dann haben wir eigentlich fast jede Verbesserung gemacht, ne? Abgesehen von dem Haus. Haben wir doch einiges. Oh, komm schon, lass mich durch. Lass mich durch, du dicke Kuh. Haben wir jede Farmverbesserung gemacht? Ne? Voll gut. Das heißt, unsere Farm ist mehr oder weniger voll upgraded. Soweit wie es geht. Weil ich denke mal, die Feldfrüchte, so das Feld können wir halt nur einmal im Jahr verbessern. Und das haben wir dieses Jahr schon gemacht. Hallo Silent, schön, dass du da bist. Habe ich jetzt die Kur? Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wen ich habe und wen nicht. Es sind so viele Kühe. Ich komme gar nicht mehr mit. Zu viel Mumu. Ja, ich freue mich auch. Ja, also so lange bin ich ja nie weg, wirklich. Nur zur Zeit geht halt nur dreimal. Und ich fand halt, nach einer Zeit ist halt viermal die Woche Stream auch ein bisschen anstrengend für mich. Was ist los? Wieso geben die keine? Die geben alle keine Milch! Wieso nicht? Habe ich was verpasst? Habe ich vergessen, die rauszuholen? Wir werden es nie erfahren. Ich müsste es wahrscheinlich im letzten Part mir angucken. Dann halt keine Milch für mich. Blöde Kühe. Fressen sich für lau durch. Geht ja mal gar nicht.
3 mit 4 Sternen, das ist sehr gut. Ich bin gespannt, wie weit wir unser Feld verbessern können. Weil ich meine, wenn ich jetzt schon 4 Sterne kriege, ne? Dann vielleicht noch eine Verbesserung. Aber das werde ich ja dann sehen. Das werde ich ja dann sehen, wenn es soweit ist. Erstmal pimpen wir hier unser Kühlschrank mal ein bisschen auf. Silent, wie geht's dir denn? Was hast du heute so Schönes getrieben? Hat bei dir denn diese Warnübung funktioniert? Hattest du irgendwie Warnsignale gestern? Also ich nicht. Also bei mir kam gar nichts an, ehrlich gesagt. Ich hatte mit irgendwas gerechnet, aber bei mir waren keine Sirenen oder so und so eine Warn-App auf dem Handy habe ich auch nicht. Also lief es bei mir eigentlich ganz ruhig. Ich habe jetzt alles verkauft, was verkaufen geht. Dann schnappen wir uns jetzt mal unser Pferd, wenn ich weiß, wo es ist. Da unten. Bei der einen Muku. Und sprinten, was das Zeug hält, zum Strand. Dum, 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 dum. Steig ab. Ja, wir wollen mit Olaf spielen. Ich will, dass Olaf endlich mal aus dem Pott kommt und nochmal mir noch ein Herz kriegt. Ja, 27. Sehr schön. Natürlich. Er wird auf jeden Fall besser. Die grüne Leiste wird größer. Deutlich größer. Diesmal schmeißen wir nicht so weit. Okay, er hat auch gar keinen Bock mehr. Er hat auch gar keinen Bock mehr. Aber guckt mal, wie schnell die Leiste eigentlich hochgeht. Das ist voll gut. Jetzt muss er halt nur noch auf Herzen kommen. Geh weg. Im Moment kümmert sich Mama um den Laden und Rick füttert die Hühner. Und ich mache ja auch nichts. Weil ich Langeweile habe. Mal gucken, ob ich mir ein Essen klauen kann für 500 Ocken. Ich hoffe, dass das Kochwettbewerbsthema etwas mit Eiern zu tun hat. Ich bin ein richtiger Eierexperte. Aber wer weiß. Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich dir überhaupt noch was schenken muss. Jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Naja, wenn du es schon anbietest. Natürlich. Ich will all eure Liebe. Was glaubt ihr denn? Ich frage mich, wie ich das bei Mio hingekriegt habe, dass ich da zwei Dings schon habe. Die sind auch alle so unterschiedlich. Dudley ist jetzt auch voll. Ran ist voll. Jennifer fehlt auch nur noch eins. Geil. Langsam aber sicher wird's. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir gegen Ende wirklich alle auf 500, also auf volle Herzen haben. Abgesehen vom Bon Vivant und Kappa. Geh mal runter. Geht es Mio gut? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es ihr gut geht. Ich würde jetzt mal einfach sagen, ja.
Spontan würde ich sagen, ja, der geht's gut. Ich bin mir zwar nicht so hundertprozentig sicher, weil die den ganzen Tag nur im Bett liegt, aber sie beschwert sich nicht. Ist halt ein gutes Kind. Sie beschwert sich nicht. Wir sind ja auch jetzt dabei, die 999 Steine zusammenzukriegen. Was ja kein leichtes Unterfangen ist. Also rein theoretisch könnten wir uns das Ganze auch kaufen. Aber ich muss ja Geld sparen, damit ich ja auf die 10 Millionen komme. Ey, wie lange soll ich da denn spielen? Naja. Im Sommer werden wir auf jeden Fall eine gute Ausbeute machen, gehe ich mal davon aus. Also ich gehe mal davon aus, wegen den Ananas. Und im Winter vielleicht nochmal eine gute Ausbeute, einfach wenn ich weiter tiefer in die Minen gehe, dass ich dann halt bessere Juwelen finde. Wenn es soweit ist. Da wollen wir ja jetzt auf Ebene 200 kommen. Das heißt, da muss ich auch noch die Tränke kaufen. Ja, ich denke auch, dass ein paar Stündchen zusammenkommen. Und da geht sie wieder auf die Knie. Ah. Aber dann habe ich ganz in Ruhe Zeit, mal zu schauen, wo kriege ich die Kraftbären her. Und ja. Ich meine, ihr habt zugesagt, ihr habt gesagt, ihr wollt die 3 Jahre machen. Und jetzt machen wir die 3 Jahre auch. Wir quälen uns zusammen durch den letzten Winter. Weil ich meine, Sommer und so, das geht ja noch. Frühling geht auch. Einigermaßen, ne? Also, aber der Winter, ich sag euch, der Winter wird hart. Winter is coming, Leute. Da müssen wir uns zusammenreißen und an einen Strang ziehen. Wo ist mein Pferd? Ich habe mein Pferd schon wieder verloren. Pferd? Ich habe mein Pferd verloren. Ja. Ja, aber nur halt in den früheren Spielen. Bei den Wii-Versionen von Meine Tierparade und Baum der Stille nicht. Jedenfalls bei Meine Tierparade kannst du auch im Winter Sachen anpflanzen. Ich glaube, da kannst du Zuckerbrot anpflanzen. Und ich habe immer noch meinen Gaul verloren. Ich hasse dich, Pferd. Echt jetzt? Ich suche dich überall und dann liegst du da und pennst einfach. Und ich habe mir noch Sorgen um dich gemacht. Wir müssen morgen zu den Erntewichteln. Liegt der schon im, der liegt schon im Bett und pennt, ey. Ich meine, Bon Vivant können wir eh nicht gratulieren. Oh, wie es aussieht, ist Gott fertig. Ja, geil. Bon Vivant kann ich eh nicht, aber dann kann ich noch die. Ach, was gucke ich denn da? Hallo, Maika. Ich mag Thomas, wie er jetzt aussieht. Morgen findet um 10 Uhr der Kochwettbewerb auf dem Hauptplatz statt. Du kannst daran teilnehmen, indem du einige deiner kulinarischen Kreationen mitbringst. Es würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und mich erst. Lass mal. Oh, jetzt fing es schon an, sich zu reiben. Ich kann mir vorstellen, dass morgen noch mal Erdbeeren soweit sein werden. Aber ich denke, wenn ihr alle schön im Winter da seid und wir uns unterhalten können und wir auch einen Grund haben, also ein Thema haben, worüber uns wir unterhalten können, wird der Winter auch nicht so schrecklich. Dann kriegen wir das gewuppt. Außerdem bin ich ja so der Typ, ich werde jetzt den Winter nicht so extrem hinauszögern, so die Tage. Ich werde halt die Dailies machen, gucken, ob wir nicht in der Mine weiterkommen. Und wenn wir halt die Ziele erstmal für die Mine soweit erreicht haben, bei beiden Minen dann auf Ebene 200, dann können wir noch überlegen, ob wir auf Ebene versuchen, auf Ebene 50 zu kommen.
Ja, Wintertalk. Und wenn nicht, gehe ich dann halt schon um 12 ins Bett. Dann ist es halt so. Ne, weil ich finde, manchmal muss man das ja auch nicht so extrem ausreizen, die Tage. Schon deshalb, weil die Tage zwar gefühlt hier sehr schnell vergehen. Und da setze ich mich schon auch hin. Aber so gesehen zeitlich, wenn man mal überlegt, wir brauchen 2 Stunden für eine Woche. Das ist schon eine ganze Menge. Ne, also. Und da gehe ich auf die Knie. In der Zeit, wo wir denn wirklich so in 2 Stunden gestreamt haben, da haben wir ja gerade mal so 8 Tage durchgekloppt. Also das kann ein bisschen dauern. Olaf, du siehst heute sehr schnucklig aus. Oi, guck mal, er hat 2 hingebaut. 521, das ist sehr schön. Jetzt hast du aber leider nicht das genommen, was ich wollte, ne? Ich bin auch ein bisschen froh, dass ich, hier trotz, dass meine Kraftbeeren aufgebraucht sind, ich ja trotzdem noch arbeiten kann. Weil ich weiß noch, wirklich am Anfang des Streams und der Zeit hatte ich wirklich Angst, dass wenn mir meine Kraftbeeren da jetzt ausgehen, ne, dass ich dann einfach umfall und im Krankenhaus aufwache. Aber dem ist ja nicht so. Ich habe das halt am Anfang nicht gecheckt. Darum hatte ich auch immer alles versucht, da immer so schön noch in den Kraftbeeren zu bleiben. Und wenn wir uns morgen nicht so sehr anstrengen müssen, weil die Erntewichtel gießen, haben wir schon mal sehr viel wieder an Energie gewonnen. Ne? Ja. Jute Seekuh. Die Jute Seekuh. Die sind aber auch schon herzallerliebst. Ich habe tatsächlich heute etwas gemacht, wo ich gedacht hätte, dass ich das nie mache. Was mir ein bisschen peinlich war. Und zwar ist da halt auf Twitter immer so ein Profil oder so. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Eine Person. Die nennt sich German Let's Play Retweets und so. Und der retweetet gerne mal, beziehungsweise auch meine Posts, wenn ich jetzt ein neues Let's Play hochgeladen habe oder so, mache ich ja einen Tweet auf Twitter mit der Verlinkung und das retweetet er halt. Und habe ich alles? Ja. Und er kommt bei ihm auf dem Kanal, beziehungsweise auf seinem Profil, hat er so einen Tweet angeheftet, dass man halt Werbung für sich machen kann. Dass man einfach mal seinen YouTube-Kanal kurz vorstellen soll. Und das habe ich tatsächlich gemacht und es war mir ein wenig peinlich, ehrlich gesagt. Post. Du hast diese Trophäe verdient, weil du alle Gebäude auf deiner Farm mindestens einmal renoviert hast. Dankeschön. Noch mehr Post. Du bist unser Sieger. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Man hat mir zwar gesagt, ich könnte das an Wann verkaufen. Aber dafür müsste ich erst mit dem befreundet sein, richtig. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie seltsam, immer bei wem anders Werbung zu machen. Weil ich meine, ich habe ja mit dieser Person gar nichts zu tun. Der ist halt nur so eine nette Person und retweetet halt immer die Sachen. Und obwohl das bei seinem Profil halt steht, dass man den auch followen soll, was ich nicht gemacht habe, retweetet der trotzdem und unterstützt mich ja auch so. Was ich halt sehr, sehr nett finde. Aber es ist doch irgendwo peinlich. So, wo ist der Gaul? Da oben. Es ist halt ungewohnt. Ich mache halt sonst eher nur auf meinem Twitter-Kanal Werbung. Dass jetzt im Prinzip der Stream losgeht. Oder wenn ich ein neues Let's Play rausbringe, wird dann das erste Video verlinkt. Genauso wie wenn. Genauso wie wenn jetzt ein Let's Play endet zum Beispiel. Morgen endet zum Beispiel Pokémon.
Und dann werde ich halt auch nochmal auf der tweeten. Hier, Pokémon endet, Kürbis. Und dann nochmal halt mit der Verlinkung. Also sonst mache ich ja so gar keine Werbung. Nur andere machen halt so von sich aus für mich Werbung. Bei Skinner zum Beispiel, der hat auch so wie ich auf Discord so ein Bot, der automatisch postet, wenn jemand halt, den ich unterstützen möchte, auf Stream online geht. Nur was ich immer kacke finde, dass man jetzt echt die Bots alle bezahlen muss, ne? Da musst du jetzt auch immer so ein Abo abschließen, so 5 Euro im Monat. Und dafür darfst du denn so die Liste bearbeiten mit den Streamern, die du unterstützen möchtest. Und dann denkst du so, geil. Früher wart ihr mal umsonst. Jetzt nicht mehr. Wir könnten auch schon mal die nächste Maschine bauen, glaube ich. Ja, stimmt. Ich wollte eh die nächste Maschine bauen, ne? Sobald ich 150.000 zusammengespart habe, werde ich dann auch das Juwel der Wahrheit bei Dings holen. Bei Huang. Ja, der fliegt nicht so weit. Aber fast 30 Meter muss man sich mal überlegen. Da hüppelt ein Pinguin 30 Meter. Fast 30 Meter. Oh shit, das ist soweit. Oh, tut mir leid. Zippelt der da so hinterher. Aber Pinguine sind voll süß. Nee, komm, das reicht. Weil ja Montag ist. Ali, hopp. Ich finde das gut. Nein, er steht nicht da. Verdammt. Dark, wieso stehst du nicht da? Warum tust du mir das an? Sag mal. Ich brauch doch den Energy-Mensch. Dann halt nicht. Ich brauche doch die gute Energy. Kennt man doch. Ja, los, Olaf. Ich glaube, Olaf wird schon einen guten Job machen, wenn wir das Haustierfestival haben. Ich weiß zwar nicht mehr, wann das ist, aber irgendwann ist doch Haustierfestival. Oder war es nur einmal im Jahr Haustierfestival? Das ist... Nein, nein, das Frisbee-Fest am ersten Sommer. Ha! Da müssen wir fleißig sein. Na gut, übertreiben wir es mir nicht. So. Ich denke, er wird eine gute Arbeit leisten schon. Ich finde, er ist schon sehr weit gekommen. Dafür, dass wir jetzt erst seit Frühling trainieren können, haben wir doch schon gut was weggeruppt bei ihm. Was hat er gebaut? Ich habe keine Ahnung. Ah nee, Werkzeug wollte ich nicht verbessern. Provisionen, genau. Butterfertiger. Ich überlege gerade. Garn finde ich jetzt nicht so wichtig. Obwohl die Wolle sehr viel gibt, ne? Aber ich würde ganz gerne... Ich weiß nicht, es ist so schwierig. Was sollen wir als erstes machen? Hey Mina, schön, dass du da bist. Was wollen wir als erstes machen? Käse, Garn oder Butter? Ich meine, das sind 80.000. Da geht jetzt unser ganzes Geld flöten. 2, 4, 6, 8, ja.
Käse. Ich meine, wir haben nur zweimal Milch. Aber das kann gar nicht schaden, ehrlich gesagt. Der ist erst in 5 Tagen fertig. Oh. Käse. Ach, Pferde. So, das heißt, morgen wird gegossen. Tiere sind draußen. Ich verstehe auch nicht, warum ich zwei Garnspinner brauche. Warum können die nicht. Kannst du nicht einen einfach in die Scheune stellen oder so? Dann laufe ich halt den Weg nochmal zurück. Ist ja jetzt nicht das Drama der Welt. Oder? Die sagt auch mal das Gleiche. Ach, ist nicht schlimm. Aber alles gut bei dir? Du warst heute Morgen auch so ganz komisch, dass du so guten Morgen geschrieben hast, aber dann halt mit so einem seltsamen Smiley. Ich sehe schon, wir können richtig diesmal Stein einsacken. Weil ich habe da hinten nämlich noch einen Stein gesehen. Ne? Jetzt sind wir schon bei 36. Seit ich angefangen habe, Kalorien zu zählen, ich zähle die immer. Kennt ihr noch das schriftliche Addieren? Wie ihr das so in der Schule gemacht habt, so alle Zahlen untereinander schreiben und dann so zusammenrechnen. Das mache ich in letzter Zeit, also seit ich Kalorien zähle, immer. Und es macht. Ich habe schon ganz vergessen, wie viel Spaß das gemacht hat. Oh nein, ich stehe jetzt, das ist doof. Ich darf nicht vergessen, ich darf heute kein Dings mehr. Yes, morgen regnet. Ich kümmere mich erst um die Tiere und dann mache ich die Erdbeeren. Oh, ich wusste es. Es ist Erdbeertime. Aber vielleicht musst du ja nicht so lange da drin bleiben. Also ich hoffe es mal, dass du nicht so lange drin bleiben musst. So, jetzt holen wir uns die Erdbeeren. Dann machen wir die anderen Tiere. Und dann gucken wir mal, wie spät es ist. Ich meine, zu viert kriegen die das schon gut hin. Aber ich will meinen Kohl denn doch lieber, glaube ich, selber gießen. Oha, okay. Wieso habe ich eigentlich jetzt so viel Energie auf einmal? Aber musst du. Also mein Vater hatte das auch, aber der hat halt nur eine Creme bekommen.
okay. Na gut. Aber weiß man denn, was das auslöst? Also aus bei dir? Ich meine, das hat ja auch immer irgendwo eine Ursache, wo das herkommt. Stress. Ja gut, dass du gestresst bist, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich so oft ins Krankenhaus müsste, so wie du, das würde mich aber auch extrem stressen. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. So, wen von den Tieren habe ich jetzt noch nicht betutscht? Ah, die Schwatten. Okay. Hier. Also du hast den Jackpot, sagen wir es einfach mal so, du hast den Jackpot gekriegt, geknackt, oder? Habe ich jetzt alle? So, die zwei normalen. Mal sehen, ob wir heute gewinnen, das wäre echt cool. Ich habe ja immer versucht, die besseren Produkte jetzt reinzutun. Ich müsste vielleicht auch beim nächsten Mal einfach mal wieder mit Mehl. Guck mal, wie fix die sind. Oh, der eine macht, hat sogar Musik gemacht. Habt ihr das gesehen? Ja, lol. So, den Rest kriegt er hin. Ich vertraue auf euch. Auf zum Küchen-Kochfest-Festival. Schwingt die Kochlöffel, meine Damen und Herren. Ich will was sehen. Ja, du machst hier Dings. Ja, komm mit deiner lauten Maschine hier reingefahren. Das macht sich besonders gut. Ach, das wollte ich eigentlich 10 Uhr erzählen. Jetzt habe ich aber das vergessen, ihm das zu erzählen. Ich war vorgestern einkaufen. So. Pass auf, ich war gestern, glaube ich, einkaufen. Ist ja auch egal, wann ich einkaufen war, gestern oder vorgestern. Spielt keine Rolle, so, passt auf. So, dann gehe ich nach Hause und da kommen Schulkinder hinter mir hergefahren, ne? Also die sind an mir so vorbeigefahren. Brot. Und, so, passt auf, wir sind dann halt so, ne? Ich nach Hause und dann kommen so... so, Kinder an mir vorbeigefahren. So, lass die 12 gewesen sein. 12 bis 14. 15 so, ne? So, der Witz bei der Sache ist, die sind alle mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. Und fast alle hatten auch einen Fahrradhelm bei sich. Aber nur eine einzige von diesen, was weiß ich, 9 Personen hatte den Fahrradhelm auch aufgesetzt. Alle anderen nicht. Die hatten den alle so am, am Dings, am Lenker. Was sollen wir denn machen? Leute, was sollen wir denn machen? Ich kann nur Rosinenbrot. Oder ein Sandwich. Aber ich habe kein gekochtes Ei. Moment, ist ja nicht das Problem. Wo ich mir so denke, ja, ich klatsch mal so in die Hände, so nach dem Motto, sehr das Beste, was geht, ne?
Also, da habe ich mir auch gedacht, ey, setz die den doch auf. Dafür ist er doch da. Aber okay. Haben sie nicht gemacht. Aber was weiß ich denn schon? Aber fand ich witzig. Wisst ihr, also alle hatten Fahrradhelm bei sich, aber alle so, nur eine Person hatte den wirklich aufgesetzt, alle anderen hatten den am Lenkrad hängen. Wo ich mir so, ja, geil. So, jetzt versau's nicht. Maike, hast du es mitgebracht? Ja. Dann leg bitte deinen Beitrag auf den Tisch. Bonvia, wann wird den köstlichen Beitrag Zug siegen küren? Bist du bereit? Ja. Guckt mal, der Bonvivant glitzert unten am Saum. Hervorragend! Bonvivant wird nun mit der Bewertung beginnen. Ja, wir werden bestimmt nicht gewinnen, weil wir die niedrigste Dings haben. Als erstes Dudley. Komm schon. Der kriegt ein Tor. Ich bin die Einzige, die ein Sandwich gemacht hat. Einer hat ein Rosinenbrot gemacht. Frisch gebackenes Brot und scharfes Curry wecken den Appetit. Wundervoll. Ich muss ja gestehen, ich bin ja kein Curry-Fan, ne? Als nächstes ist Ran an der Reihe. Die kriegt auch ein Toll. Die Geschmacksrichtungen der einzelnen Zutaten harmonieren sehr gut miteinander. Genau die richtige Menge an Süße. Obwohl ich ja immer versucht habe, die besseren Zutaten zu machen, ne? Als nächstes ist Lilia an der Reihe mit ihrem Rosinenbrot. Ist das da ein Schokobrötchen oder ist das ein Brot, was verbrannt ist? Das süß-saure Gleichgewicht des Brotes verschmilzt im Mund bestens mit den Trauben. Wirklich köstlich. Ne, das hat doch bestimmt Anne gemacht, da neben mein Sandwich. Als nächstes ist Mana an der Reihe. Och, die Quasselstruppe vom Dienst. Wir haben bis jetzt alle einen Toll bekommen. Das süß-saure Gleichgewicht durch die Orangen ist einfach großartig. Passt gut zum Brot. Also die hat Brot mit Marmelade gemacht. Nun ist Karen dran. Ich wusste es. Das ist jetzt entweder ein Schokobrötchen oder das Brötchen ist einfach verbrannt. Oh je. Okay, es ist verbrannt. Ich finde keine Worte, um diesen Geschmack zu beschreiben. Also jetzt keine falschen Sachen hier. Als letztes ist Maike an der Reihe. Natürlich bin ich als letztes. Das Beste kommt immer zum Schluss. Schnabbel dir ein. Das ist. Toll! Ist das jetzt gut? Köstlich. Hast du je in Erwägung gezogen, Chefkoch zu werden? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt etwas derart Gelungenes probiert habe. Meint ihr, ich habe gewonnen? Glaubt ihr, ich habe gewonnen? Bonvivant hat die Beiträge aller Teilnehmer gekostet. Es wird nun den Gewinner bestimmen. Warten wir also einen Augenblick. Meint ihr, ich habe gewonnen? Nun wird der Gewinner bekannt gegeben. Bitte tretet vor, wenn euer Name aufgerufen worden wird. Und gewonnen hat... Maika! Juhu! Ich habe gewonnen. Yes. Das war wirklich köstlich. Ich gratuliere dir aus tiefstem Herzen. Ich liebe dieses Gesicht einfach, ne? Der hat sonst so ein rundes, kugeliges Gesicht, aber da hat er so. Ach. Das hat Spaß gemacht. Es ist allerdings an der Zeit, dass ich wieder zur Arbeit zurückgehe. Habe ich was gewonnen? Nee, warum auch? Wieso sollte ich auch was gewinnen? Größe M. Alles ist noch M, ne? Okay. Ich wollte eigentlich was gucken. Was wollte ich gucken? Ich hab's vergessen. Ach ja, hier oben. Ah, gutes Ei. Okay. Ich habe wirklich trotzdem meine besten Zutaten benutzt, ne? Also 3 bis 4 Sterne. Wir hatten ja auch Kohl dabei, ne? Nein. Gehst du mal wieder rüber? Ne, Gurke und Tomate hatten wir ja. Tomate hatte ja 3 Sterne. Und Gurke hatte ja schon 4. GG, Dankeschön.
Ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben. Aber man bekommt einfach gar nichts, ne? Was ein bisschen schade ist. Ihr steht da ein bisschen ungünstig. Dankeschön. So, habe ich jetzt alles Unkraut entfernt? Sieht gut aus. Boah, mein Rasen ist ganz schön löchrig, du. Aber okay. Was sein muss, muss sein. Ah, da können wir aber morgen wieder gut verkaufen. Jetzt ist 20 Uhr. Ich guck mal, wer Geburtstag hat. Niemand, Aqua. Aber ich würde trotzdem vielleicht mal. Ach nee, morgen regnet es ja, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Den kann ich ja trotzdem morgen mal zu den Erntewichteln gehen und den. Jedem von dem mal Mehl schenken. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie ein Kind haben. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich mit dir verheiratet bin. Das ist eine ganz andere Sache. Keine Post. Ich stehe da alle so ein bisschen ungünstig, Leute. Aber ich mag meine Hühner. Vielleicht sollten wir die Hühnerzucht noch mal groß aufziehen. Hey, Seebär! Ein weißes, ein Häschen und drei braune. Das heißt, wir könnten noch drei Hühner züchten. Theoretisch. Nein, ich doch nicht. Ich würde doch niemals fluchen. Du hast unser Kochfestival verpasst. Wir haben gewonnen. Das Thema war Brot und ich habe super leckere Sandwiches gemacht. Da habe ich gewonnen. Weil der hat gegessen und auf einmal standen wir auf dem Mutterhügel und er war so begeistert von meinen Sandwiches. Tja, wer kann, der kann, ne? Dim, 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 dim. Ja. Ich weiß, ein Alpaka fehlt mir noch. Die Frage ist nur, welches. Jut, ha! Hab ich dich. Wer von denen war jetzt Lotte? Nee, das sagt sie nicht. Was im Zug? Bist du wenigstens ohne Zwischenfälle jetzt durchgekommen? Das hast du dir ja gewünscht. Okay, die noch, dann müsste ich aber, glaube ich, alle haben, oder? Ach, immer diese Nachguckerei. Ja, sieht sehr gut aus, dass ich alle habe. Ich finde es immer noch schade, dass man keine Erdbeermilch machen kann oder Kaffeemilch. Ah, Quatsch, Kaffeekäse. Das wollte ich sagen. Erdbeermilch machen wir ja. Wie, es geht weiter ins Restaurant. Du kannst nicht ins Restaurant gehen. Was willst du denn da? Da kennst du doch keinen.
So, ich brauche halt mehr. So, was habe ich gesagt? 3 müssen übrig bleiben, ne? Ich gehe jetzt einfach davon aus. Weil ich keine Lust habe, alle einzeln zu füttern. Dafür sind zu viele. Der Stall müsste noch größer sein, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl. So, ich laufe heute, weil unser Pferd ja im Stall ist. Und während es regnet, muss man ja nicht unbedingt durch die Buxtehude laufen. Na gut, ich rede doch nicht mit dir. Abgeschlossen. Aber er ist da. Vor einigen Jahren habe ich mein Zuhause mit einem Gentleman namens Kano geteilt. Das haben wir noch nicht gehört. Er war ein Fotograf, weißt du? Er hat leidenschaftlich gern Fotos von Mineralstadt gemacht. Aber eines Tages bin ich nach Hause gekommen und er war fort. Er hat nur einen Brief zurückgelassen. Ich frage mich, wo er wohl ist. Oh, ist das wahr? Ich kenne mich leider nicht so gut mit den Einzelheiten aus. Aber ich weiß, dass unser Leben von den Farmern abhängt. Vielen Dank für alles, was du machst, Michael. Oh, wie nett von dir. Ich liebe ihn. Was für eine Gang, Alter. Du hast eine Gang? Das sind, glaube ich, 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7. Okay. Na schön, ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Gang. Aber ich hoffe, das ist keine kriminelle Gang. Immer schön sauber bleiben. Alle sagen mal, dass Friedhöfe unheimlich sind, aber ich bin anderer Meinung. Das ist ein Ort, an dem die Menschen ihre liebsten Erinnerungen lassen. Glückliche Erinnerungen aus vergangenen Tagen. Ein wahrer Segen, danke. Hey, Doktor. Hast du schon vom vergessenen Tal gehört? Ja. Ist ein blödes Ding. Ich verstehe immer noch nicht, was ich hier hinten machen kann. Ich würde das ganz gern wissen. Was ist hier hinten? Kommt da noch ein Event oder so? Von dem ich nichts weiß? Was gut möglich sein kann? Juhu, danke! Das macht mich glücklicher als ein frisch polierter Boden. Danke, danke! Das finde ich super mega gut. Juhu, yippie! Danke, danke, danke! Das habe ich zum Fressen gern. Was machen die eigentlich mit dem ganzen Mehl? Wow, danke vielmals. Das gefällt mir sehr gut. Ich meine... danke, danke, danke. Das ist super mega gut. Was machen die mit dem Mehl? Wow, danke vielmals. Mir fehlt das. Tada. Vielen Dank. Ich mag das sehr. Tada. Ich finde es so schade, dass sie nicht mehr da sagen. Ah. Vince ist nicht so leicht zu begeistern. Mir fehlt das so ein bisschen, dass die da. Das haben die halt früher immer gesagt. Kann ich jetzt bei denen rein? Dankeschön. Ich muss ja meine Blümchen hier mal so unter das Volk mischen. Ne, weil weißt du und Ellie, da sieht es ein bisschen mau aus, was die Herzen angeht. Tada. Müsst ihr euch mal überlegen, wir spielen erst 3 Tage, oder? Ich gucke gleich mal auf den Kalender. Und wir spielen jetzt schon wieder fast eine Stunde. Halt, zurück, zurück, zurück! Da war Kraut!
Kraut und Rüben. Ich finde das aber schön, dass sie das hier so offen gemacht haben und dass man dann halt auch so reingehen kann. Ich verschenke die jetzt einfach alle. So ein bisschen mal schauen. Ja, so ein Blümchen vertragen kann. Natürlich kenne ich dich sehr gut. Wir sind doch Best Buddies. Und was zählt das schon? Ich meine, ich pflück die ja auch nur vom Boden. Ist ja nicht so, dass ich da viel Geld ausgebe. Mein Kater miaut wieder draußen. Der tut immer so, als würde er gleich verhungern. Also es wird mich... Also ich denke mal, wir kriegen vielleicht in diesem Jahr noch das Stein zusammen, aber ich denke nicht das Holz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es schaffe, selbst wenn ich täglich Holz hacke, wenn ich mit Stein fertig bin, dann noch irgendwie Holz groß zusammenzukriegen. Weil ich meine, wir machen jetzt auch nicht so viel Stein an einem Tag. Kann ich mir gut vorstellen, dass es halt wirklich jetzt bis Winter dauert, bis ich das Ganze, die 999 Holz, Stein zusammengekriegt habe. Das Stein. Schon deshalb, man kriegt ja nur 6 pro Stein. Was irgendwie voll wenig ist. Ist hier hinten noch irgendwas? Ach, Affe, jetzt hab dich nicht so. Komm schon, Äffchen. Entspann dich. Ich gehe mal... Dafür, dass es geregnet hat und wir eigentlich den Tag effektiv genutzt haben, ist es doch ganz schön spät geworden. Dö. Ich will eigentlich nur ein bisschen Energie tanken. So, damit ich denn am nächsten Tag nicht so ausgelaugt bin. Und ich darf nicht vergessen, am letzten Tag jetzt, letzten Frühlingstag, die Wichteln Bescheid zu sagen. Das ist, wenn die Sandra Geburtstag hat, ne? Heute in einer Woche, genau, am Mittwoch. Darf ich nicht vergessen. Weil für denn halt für das Sommerfest muss ich ja erstmal alles, muss ich ja zum Beispiel die Gurken wegzwiebeln. Und dann halt den ganzen, den Mais und die ganzen Ananasteile drauf tun. Das wird nicht einfach. So, wir haben am 20. angefangen. Wenn man überlegt, wir haben jetzt eine Stunde, wir spielen fast eine Stunde. Und wir haben gerade mal 4 Tage geschafft. Ist jetzt nicht so krass. Boah, die tierischen Produkte hauen uns jetzt aber richtig rein, ne? Ja, die Gurken wegzwiebeln, kennst du das nicht? Es ist Donnerstag und ich habe schon wieder den einen Dings verpasst. Oh. Ich denke mal, die Gurken kommen noch einmal und das war's dann. Der Pinguin schläft irgendwie ein bisschen komisch. Das Gute ist, wir haben schon fast wieder die 20.000 drin, die wir für die eine Maschine gebraucht haben. Geh doch mal weg. Dö.
Wenn 20 Uhr ist, müsst ihr mir mal... Also was heißt... Das ist einfach so, dass so... Das ist ja auch kein richtiges Deutsch wegzwiebeln. Das ist einfach so, so dialektmäßig. Ne, jedes Bundesland hat ja so seinen eigenen Dialekt und somit auch halt Wörter, die es jetzt so bei manchen anderen nicht gibt. Zum Beispiel in Ostdeutschland kennst du halt den Bräuler und hier ist das... Hier kennt man das nicht unter den Namen. Das ist halt ein Brathähnchen. Das ist genauso wie mit Viertel vor sechs und Dreiviertel sechs. Das sind im Prinzip ein und dieselbe Zeitangabe, aber das eine wird halt so... Ja, ist ein deutscher Dialekt. Also wegzwiebeln, das ist halt eine Wortneuschöpfung. Das wirst du so nicht im Duden finden. Das ist einfach so eine Wortneuschöpfung gerade. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich das her habe. Frag mich was Leichteres. Bleib stehen. So, jetzt schon 11. Krass. Meine Dings haben wieder Fell. Wir haben uns für Käse-Dings entschieden, ne? Die sind jetzt alle groß und haben jetzt alle Fell. Also ich komme ja ursprünglich aus Magdeburg. Das ist ja so in Mitte Deutschland, könnte man sagen. Gehörte aber damals noch zur Ostzone in der DDR. Und da hast du gesagt zu... jetzt muss ich mir ein gutes Beispiel anlassen. Zu 14.45 Uhr, ne? Sagst du halt in Magdeburg, genauso wie in anderen Teilen Ostdeutschland, sagst du ne, zu 14.45 Uhr, dreiviertel fünf. Hier im Westen, also so Köln, Bonn, Düsseldorf, alles so, ne? In NRW, halt in den westdeutschen Ländern. Sagst du aber nicht dreiviertel drei? Warte mal, was habe ich gesagt? 14.45 Uhr ist dreiviertel drei, so. Sagst du im Osten. Und hier im Westen sagst du aber viertel vor drei. Also das mit Zeiten ist sehr, sehr kompliziert. Ich sag's dir, das ist kein Zuckerschlecken. Also noch eine Erdbeerkuh muss ich noch. Und Pepe, okay. Eine Erdbeerkuh. Wo ist Pepe da? Silent, woher kommst du, wenn ich fragen darf? Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Frankreich, Franzose. Ach du Gott. Ich hoffe, du nimmst mir denn meinen schlechten französischen Akzent nicht so übel, wenn ich den manchmal in manchen Let's Plays reinhaue. Wenn ich mal so ein bisschen versuche, hier also manche Leute zu sprechen. Wieso kann ich die Seekuh nicht melken? Das ist doch... Einer von euch beiden habe ich jetzt nicht gemolken. Ach, weil die da ist. Ja, lol. Du wirst lachen, ne? Ich hatte mal
von der 6. Klasse bis zur 10. So 4 Jahre Schulfranzösisch, ich kann gar nichts mehr. Ich kann noch sagen, wie ich heiße. Und das war's. Ja, und halt dieses, willst du mit mir ins Bett gehen? 4 Jahre Schulfranzösisch und nichts gelernt, ey. Man kennt's. Was wollte ich jetzt? Donnerstag. Ich wollte zum Strand. Ja, voll gut, ne? Ja, gut, aber du kannst vom deutschen Bildungssystem jetzt auch nicht so viel erwarten, dass du da wirklich der großen Fremdsprache lernst. Man kann schon froh sein, wenn man Englisch kann. Wenn man sich dabei Englisch reinkniet, aber andere Sprachen kannst du vergessen. Außer du machst das halt selber. Und ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin, ich habe das sogar, die hat uns das erste Jahr in Französisch einfach nur vor unseren Schulbüchern gesetzt und gesagt, okay, jetzt übersetzt mal. Das war's. Das war reines Vokabelpauken mit Übersetzungen. Und Vokabelpauken war noch nie mein Ding. Ich habe das immer gehasst, da zu sitzen und einfach die Texte zu übersetzen. Das kam mir immer so dumm vor, einfach. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Naja, nicht wirklich. Wenn man halt nicht so der Typ ist, ich bin auch ehrlich, ich bin kein Typ für Fremdsprachen. Ich tue mich mit Englisch. Englisch hatte ich mal eine 2. Ich bin dann immer weiter runter auf eine 4 gesagt. Weil Fremdsprachen einfach nicht mein Ding sind. Ich tue mich auch mit Russisch sehr schwer. Obwohl ich da mehr Motivation hätte als bei Englisch oder Französisch. Lernen. Ja, das ist halt so dieses Learning by Doing einfach so. Du musst halt Deutsch hören, um die Aussprache und so verstehen. Das machen aber auch viele andere. Das ist jetzt halt nicht nur so in Deutschkursen so. Das machen auch andere Fremdsprachler. Das war bei mir im Russischen auch so, dass sie reingekommen und da hat sie uns erstmal auf Russisch begrüßt. Und das ist halt, damit du so ein Gefühl für die Sprache einfach bekommst. Damit du ungefähr weißt, wie klingen die Wörter, ne? Und damit du halt so ungefähr weißt, wie sich das schon mal anhört. So lernen ja auch Kleinkinder. Die hören ja erstmal nur, ohne wirklich zu verstehen, was da gesagt wird. Aber die hören halt diese Tonlage, die hören halt die Aussprache, bevor sie überhaupt verstehen, was da gesagt wird. Ich nehme ich noch mit. Ich glaube, morgen sind da die 5 Tage schon um. Nee, ne? Ich glaube noch nicht. Es ist ja auch so, ich spreche ja kein reines Hochdeutsch. Du wirst, glaube ich, kaum jemanden finden in Streams oder so, die reines Hochdeutsch sprechen. Alle haben ihren kleinen Dialekt drinne. Ja, das ist das Beste, was du am Anfang machen kannst. Ja, passt schon. Aber mein Dialekt war früher schlimmer.
Ich hab das Pferd nicht geschert. Lol. Morgen scheint wieder die Sonne, ne? Könntest du bitte mal... Alpaka, lauf, lauf! Uff. Selbst schuld. Es hat sie nicht getroffen. Okay. Ich hätte gedacht, das trifft jetzt. Ja, sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus hier, ne? 200? Noch 700! Den haben wir es geschafft. Ja, ich hoffe, dass wir heute wenigstens den Frühling fertig kriegen. Lass mal sagen, so im nächsten Part fangen wir dann mit dem Sommer an. Ich wollte eigentlich nicht geben. So, morgen hat Aqua Geburtstag, okay. Oh, schon wieder scheint die Sonne. Ich will ja nichts sagen, aber ich finde, unser Kind könnte sich mal bewegen, einfach. Ich finde das so seltsam, dass sich unser Kind einfach nicht bewegt. Wo hast du denn den Spruch her? Also ich denke mal, die Erdbeeren und die Kirschen, die Gurken werden noch einmal kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Hast du von uns? Also nicht von mir. Ach, das sind wahrscheinlich so Bauernweisheiten, so wie hier lieber eine Schwalbe in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Es gibt ja so Bauernweisheiten, die gar nicht mal so verkehrt sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist immer was Wahres dran bei den Bauernweisheiten. Weil früher haben sie es ja auch irgendwie hingekriegt. Also kann so verkehrt nicht gewesen sein. Den Spruch kenne ich ja gar nicht, aber ich kenne mich auch mit Bauernweisheiten nicht aus. Ich bin leider ein Stadtkind und kein Bauernkind, also kein Dörfler. Komm schon, gib mir noch eine richtig geile Gurke. Ja, bis jetzt kam noch gar nichts. So, dann hole ich jetzt erstmal die Kühe. Damit die raus können. Ich finde, die Alpakas sehen so süß aus, wenn sie frisch geschoren sind. Die haben so ein richtig freundliches Gesicht. Das haben sie voll gut hingekriegt. Das gefällt mir. So, das heißt, die haben wir schon mal ausgetrickst. Wir haben es fast, wir haben es fast.
Was ist los? Ach, habe ich die eine schon? Muss noch die schwarz-weiße machen. Ja, weil du dich halt noch angestrengt hast. Muttersprachler geben sich keine Mühe mehr. Ist bei meinem Freund genauso. Der ist ja Muttersprachler, ist der Russisch, also Russe. Der gibt sich auch keine Mühe mehr. Der spricht auch Russisch, wie er Bock drauf hat. Und nur wenn es ihm wirklich gelegen kommt, entfällt ihm seltsamerweise die deutsche Sprache und dann fragt er mich, ob ich ihm helfen kann. Bei Formulierungen. Wieso sehen... In der zweiten Reihe sieht das immer so klein aus. Ist aber noch M. Das macht er schon ganz gut. Und da geht sie auf die Knie. Meistens sind es immer nur so offizielle Anschreiben, so, die er sich mal ganz gern drücken möchte. Oder wenn halt so ein typisches Beamtendeutsch kommt, weil das kennst du bestimmt auch so von irgendwelchen Papieren. Die offizielle Amtssprache, denn halt so dieses Beamtendeutsch ist halt manchmal, da weißt du einfach nicht, was sie von einem wollen. Weil die dann halt so sich so undeutlich ausdrücken und dann muss ich ihnen halt immer helfen und erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Aber er kann sehr gut Deutsch. Es klappt jetzt auch alles. Jetzt muss ich mich aber beeilen. So, kurz dahin. Oh, du sollst das aufgießen, dankeschön. Dann gucken wir mal nach unseren Gurken. Da brauche ich noch eine. Ja, das ist halt so ne, die wollen eigentlich gar nicht, dass man sie versteht, weil dann könnte man denen ja entgegenkommen und sagen, hier, das haben sie eventuell falsch gemacht. Und das mögen deutsche Beamte ja gar nicht, dass du denen sagst, ey, Leute, ihr habt total Mist gebaut. Das ist auch so, wenn du einen Antrag stellst, ne, machst du erstmal so alles fertig. Und dann kommt irgendwann mal so ein Papier, ja, wir brauchen noch das und das von ihnen. Dann machst du das fertig, schickst ihnen das. Und dann kommt wieder ein Schreiben, ja, wir brauchen das und das noch. Und dann denkst du so, wieso habt ihr nicht einfach eine Liste gemacht, wo alles draufsteht, was ihr noch von mir braucht und fertig ist die Kiste. Dann hätte ich das alles in einem Ruck machen können, aber nein. Jetzt aber schnell. Ach, ich habe noch bis 17 Uhr, okay. Olaf, guck mal, Olaf hat jetzt 5. Läuft. Olaf hat jetzt 5. Ich vergesse das immer auf Nicht-Anzeigen zu drücken. Das ist knapp an der Grenze, du. Aber er hat es doch geschafft. 30 Meter. Olaf, du geiler Pinguin. Er ist der Beste. Olaf, du geiler Pinguin, ey. 30 Meter, habt ihr das gesehen?
Event. Oh mein Gott, nach langer Zeit mal wieder ein Event. Also kommst du nicht zurück? Verstehe. Na gut, ich rufe dich später. War das Joanna? Ja. Mai wartet geduldig auf sie, aber sie ist schon so lange weg und kommt nicht mehr zurück. Johanna hat bestimmt ihre Gründe. Was könnte denn wichtiger sein als ihr eigenes Fleisch und Blut? Arme Mai, es bricht mein altes Herz, sie so zu sehen. Ja, ich erinnere mich. Das letzte Mal, als sie hier war, hat sie Mai einfach auf deinen Schoß gesetzt. Und dann ist sie wieder verschwunden. Sie war schon immer so, egal was passiert ist. Sie hat es immer für sich behalten, damit ich mir keine Sorgen mache. Aber diesmal kann ich ihr nicht vergeben. Sie hat ihre eigene Tochter hier zurückgelassen, ohne einen Grund zu nennen. Mai versucht damit klarzukommen, aber manchmal sieht sie einfach so einsam aus. Sie vermisst ihre Mutter bestimmt. Und ich halte es einfach nicht aus, sie so zu sehen. Ja, okay, Joanna. Ja, sei es doch Joanna. Joanna. Mai ist immerhin noch in einem Alter, in dem sie ihre Mutter braucht. Jedes Mal, wenn ich Joanna anrufe, sage ich ihr, dass sie zurückkommen soll. Aber sie sagt immer, dass sie beschäftigt ist und hört mir gar nicht zu. Also gut, ich denke, ich koche heute Mais Lieblingsspeise. Tut mir leid, dass ich dir ein Ohr abkaue, wenn du mich bitte entschuldigst. Der ist voll fit, der Junge, ne? Kann ich jetzt was kaufen? Ach, Johanna, Joanna, das ist macht doch keinen Unterschied hier. Fakt ist, die Alte ist eine Rahmenmutter. So sieht's aus. Aber das ist schön, dass wir mal wieder ein Event hatten. Oh, das freut mich aber. Auch wenn ich nicht so klinge, aber es freut mich wirklich. Wir hatten mal wieder nach langer Zeit endlich mal wieder ein Event. Aber so viele gucken ja gar nicht zu. Das ist mein Glück und mein Fluch zugleich, dass ich nicht so groß bin. Laut Streamlabs-Anzeige und komisch, bei Twitch steht, dass ich 6 Zuschauer habe. Bei Streamlabs habe ich... Doch, jetzt habe ich auch wieder 6. Okay, ich nehme alles zurück. Aber ich gehe ja nicht nach Zuschauerzahlen. Kann man sich eh nicht so drauf verlassen. Und da geht sie wieder zu Boden. Ich habe mal geguckt nach dem neuen DLC von Pokémon, weil es kommt ja noch irgendwie die Insel der Schneehütte oder Schneekrone, irgendwie so. Irgendwas mit Schnee. Und da steht einfach nur Herbst 2020. Und ich denke mir so, was ist das für eine Angabe? Wir haben bereits... Haben wir eigentlich schon offiziell Herbst? Nee, Herbstanfang ist doch, glaube ich, erst im Oktober, oder? Oder haben wir jetzt schon offiziell Herbst? Es gibt immer so einen offiziellen Herbst und Frühlings- und Winter- und so Anfang. Ich weiß, im November, Ende November kommt die erste... Wird zum ersten Mal wieder... 3 Haselnüsse für Aschenbrödel ausgestrahlt. Im November. Ende November. Und ich meine, was ist das denn für eine Angabe? So, ja, Herbst 2020, das ist so... Das ist wie so, wenn der Elektriker kommt und sagt, ja, ich bin so zwischen 8 und 16 Uhr bei Ihnen. Seien Sie mal zu Hause. Man kennt's. Morgen hat Aqua Geburtstag. Ne, wer kennt das nicht so, wenn der Elektriker kommt, so, ja, ich bin dann mal da, so zwischen 8 und 16 Uhr, komme ich vorbei. Kein Stress.
Oh, mein Ding sind fertig. Meine Pöffelchen! Ja, ist ja auch kein Problem. Die nächsten zwei Let's Plays sind ja schon... Jetzt fange ich ja morgen an aufzunehmen und dann... Ich nehme halt immer drei Parts im Voraus auf. So für die kommende Woche. Den kann ich halt... Dann habe ich so ein bisschen Zeit, um auf die Kommentare zu reagieren und dann... Ja. Nur in der Woche aufzunehmen ist halt schwierig. Und dann so im Voraus immer so drei Parts von dem einen, drei Parts von dem anderen. Dann hat Xeno Zeit, die so zu rendern. Also zu bearbeiten und zu rendern. Und dann werden sie einfach hochgeladen und dann bearbeite ich die nochmal. Nicht Töffelchen, Pöffelchen mit P. Ich sage immer Pöffelchen. Beziehungsweise das hat meine Mutti immer gesagt. Unser Häschen ist wieder ein wenig wuscheliger. Ja, ist mal wieder ein bisschen. Müssen wir mal ran. Din, 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 din. Ah ja, stimmt ja. Ich glaube, ich habe 5 Kartoffeln, ne? Im Kühlschrank. Ich lasse die eine mal da. Ach, eigentlich nicht. Das ist einfach nur, weil du halt den Magdeburger Dialekt und so nicht kennst. Das ist, andere würden sagen, ich bin komisch. Also im Sinne von, ich bin eine seltsame Person. Nicht im Sinne von, ich bin lustig. Aber ich gebe mir Mühe, unterhaltsam zu sein. Damit ihr euch bei dem Spiel nicht so langweilt. Komm schon, steh auf. Und da geht sie wieder in die Knie. Oh, bete die heilige Gurke an. Nein! Seht euch das an! Da war noch eine Gurke! Mieser kleiner Verräter. Verdammt. Zumindest das Pferd. Aha. Die heilige Gurke, ja. Also sie hält gut auf jeden Fall was aus. Das ist schon mal sehr gut. Ja, du müsstest an Pepe noch mal ganz kurz rantreten, damit du sein Popo pudern kannst. Jetzt habe ich leider wieder vergessen, wen ich schon gebürstet habe und wen nicht. Bei den Kühen vergesse ich das immer. Bei den Alpakas geht's. Au. Mein Knie. Ach. Den gucken wir halt nochmal bei Tiere.
Also die Fruchtkühe und die normalen Kühe, sehe ich das richtig? Ja. Ist ja kein Ding. Kriege ich hin. Sind jetzt die 5 Tage um? Ach so, nee, ich sitze immer im Schneidersitz manchmal, also mit den Beinen so angewinkelt im Sessel. Oder im Gamingstuhl, besser gesagt. Und das sollte man eigentlich nicht machen. Und weil ich ja nicht mehr so die Jüngste bin, tut mir das manchmal denn das Knie danach weh, wenn ich das wieder gerade mache. Ich bin halt schon eine alte Frau, weißt du? Da fängt das auch schon bei mir an zu knacken. Ja, zum Beispiel. Wie gesagt, ist eigentlich ungesund, aber ich mach's trotzdem. Geh doch mal weg hier. So, wo ist das Pferd? Da. Komm mit. Wir müssen ja noch zu Aqua. Was wollte ich jetzt? Kartoffeln. Okay, habe ich schon angefangen. Die Gurke bringt uns 66. Die Kartoffel 104. So eine kleine miese Kartoffel gibt schon 104. Ich hätte ganz gern Weizenmehl. Aqua, ich hab da was für dich. Wow, hast du gewusst, dass heute mein Geburtstag ist? Vielen, vielen Dank, Dada. Ich habe keine Ahnung. Ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer so viel für eine blöde Kartoffel bezahlt. Aber das ist eine 4-Sterne-Kartoffel, ne? Das ist ja nicht irgendeine Kartoffel, das ist ja eine 4-Sterne-Kartoffel. Ne? Nur vom besten Züchter, du. Ja, ich will mit Olaf trainieren. Olaf muss jetzt noch richtig rangenommen werden hier. Und nein, er hat es nicht geschafft. Ah, ich war doch noch im grünen Bereich, ne? Irgendwie kam mir der Balken beim letzten Mal jetzt auch länger vor. Go, go, Olaf! Ach, ich denke, der wird schon guten Schuh machen hier. Ich möchte ganz gern. Ich hoffe, ich schaffe das noch zeitlich. Ich wollte jetzt ganz gern noch die nächste. Wollen wir jetzt. Jetzt machen wir mal eine Wollmaschine. Und zwar in der Scheune, weil ich ja da mehr Wolltiere habe. Ich hoffe, der Dude hat noch auf. Nee, man sagt halt nur, mach einen Schuh. Er wird schon eine gute Performance abliefern. Zu weit. Ich bin zu spät. Verdammt. Bis 16 Uhr. Ach komm. Als ob. Das hättest du mir jetzt noch geben können, alter Mann. Du hättest mir ja wenigstens noch meine
Dings machen können. Hier die Maschine rausrücken können hier. Was soll's. Laufen wir mal ein bisschen. Pferd ist jetzt genug gerannt. So schön das Pferd auch ist, und es ist ja auch super schnell und so, ne? Aber ich finde, da abzusteigen von dem Pferd finde ich manchmal so anstrengend. Ja, ich muss ja mal ein bisschen was angehen. Ein bisschen. Ja. Bildung! Man hat ja auch einen Bildungsauftrag hier im Internet und im Fernsehen. Da muss doch der Bildungsauftrag stehen. Wenn ich sonst nichts kann, dann aber doch mal versuchen, einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Krass, wir kriegen einfach wahrscheinlich den Frühling nicht zu Ende. Na gut, dann halt im nächsten Stream, ne? Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Aber wie schnell... Diesmal, finde ich, geht die Zeit voll schnell rum, dank dir. Silent. Weil du immer so schön mit mir schreibst und dich mit mir unterhältst, geht die Zeit wie im Flug rum. Und dann finde ich das auch gar nicht so anstrengend, Story of Seasons zu spielen. Ich finde es halt nur anstrengender, zu unterhalten, wenn gar keiner was sagt. Ja, ich bin dabei. Ich will bis zum 20. ehrlich gesagt fertig werden, damit die denn zur Korrekturlesung kann. Aber ich bin eigentlich noch dabei, die Texte, die ich kopiert habe, aus den Büchern noch halt einzureihen. Und ich habe noch so viel offen. Also ich habe noch einen richtigen fetten Stapel da liegen. Ich denke mal, ich werde noch so 2-3 Tage brauchen. Aber dann ist das Gute, dann habe ich alles schon mal so grob vorsortiert. Ne? Die einzelnen Textstellen mit Verweisen, mit Fußnoten, einsortiert in Kategorien. Und dann kopiere ich mir immer Kategorien, also hatte ich mir so überlegt, kopiere ich mir eine raus, bastel daraus denn das, was ich da an Notizen habe, einen Text zusammen und schicke das dann gleich einer Kommilitonin zum Korrekturlesen. So, ich musste mich jetzt gerade mal kurz anders hinsetzen, sorry. Ne, dass ich denn so hoffe, so vielleicht so 20., 21. fertig zu sein. Denn fragen, ob eine Freundin das mal so fix in einer Woche lesen kann. Mich denn halt so nebenbei mit den ganzen Prüfungsgedöns auseinandersetzen. Weil ich glaube, jetzt halt während der Corona-Zeit muss man die nicht mehr ausdrucken, sondern dann muss man die irgendwie per E-Mail schicken und dann muss man die noch auf einen USB-Stick oder sowas laden und die dann per Post hinschicken. Irgendwie so war das da ganz komisch und da muss ich mich nochmal so durchfuchsen. Weil ich habe ja auch noch so ein offizielles Formular, was ja von meinen Prüfern unterschrieben werden muss. Das Problem ist, ich kriege mal einen Prüfer gar nicht ran. Ich habe dem am 2. vor einer Woche eine E-Mail geschickt, dass ich ganz gern einen Termin mit ihm hätte. Er hat bis jetzt nicht drauf geantwortet. Wo ich mir so denke, okay. Nee, ich habe das alles auskopiert, also kopiert. Und jetzt habe ich da halt nur noch so Blätterstapel halt da liegen. Naja, das ist halt nicht so abschreckend. Ja, kann ich mir auch halt vor. Na gut, ich muss aber sagen, meine Professoren an der Uni,
Wir sind jetzt nicht die schnellsten mit Lesen. Also, die werden wahrscheinlich tagtäglich zugespammt mit irgendwelchen Nachrichten. Und ich kann mir vorstellen, dass halt meine einfach untergegangen ist. Ne? Wenn er sich jetzt bis nächste Woche nicht gemeldet hat, dann werde ich halt seine Sekretärin nochmal anschreiben. In der Hoffnung, dass sie denn wieder da ist. Und dann klärt sich das auch. Nur mein Professor, bei dem ich ja die Bachelorarbeit schreibe, der kennt sich super gut mit Hegel aus. Und natürlich, weil ich ja weiß, wie man so ein bisschen die Professoren beeinflussen kann, weil nichts finden Professoren geiler, als wenn du erstens ihre Bücher benutzt, ne? Wenn die jetzt irgendwie ein Buch zu deinem Thema geschrieben hat, unbedingt benutzen. Das finde ich total toll. Und, oder halt ihre Lieblingsphilosophen mit reinnehmen. Und er liebt es, über Hegel zu reden. Was ja nicht das Problem ist. Aber Hegel zu lesen ist manchmal echt kacke. Und da gibt es halt einen Absatz, wo ich halt das Gefühl habe, wo ich ganz genau weiß, dieser Absatz ist super gut in meiner Bachelorarbeit. Der passt zum Thema. Aber der ist halt nicht so greifbar gerade für mich. Weil manchmal steht man halt einfach auf dem Schlauch und dann irgendwo hat man denn diesen Text verstanden, aber irgendwo dann auch wieder nicht. Und manchmal hilft es dann einfach, wenn dann jetzt der Professor mal so nett wäre und das nochmal kurz den Text nochmal so ein bisschen mit einem einen aufdröselt und nochmal so erklärt, wie könnte das gemeint sein? Oder was wollte der jetzt damit sagen? Dass man sich das auch richtig verstanden hat und vielleicht auch richtig den einsetzen kann. Nur wenn er halt nicht die E-Mail beantwortet, dann ist es halt doof. Und ich kann jetzt auch nicht einfach bei dem anrufen. Weil die wollen halt schon, dass man so einen Termin vorher ausmacht. Wenn nicht, muss ich das halt einfach so machen, dann habe ich halt Pech gehabt. Ich meine, ich brauche ja nur eine 4,0. Das kann ja so nicht so schwer sein. Mache ich halt einen Bachelor von 3, was weiß ich. Bis jetzt stehe ich bei 2,8 oder 2,7. Irgendwie so. Und ich denke, eine 4,0, das sind nur 12 Punkte. Das wird mich nicht so runterreißen. Und wenn, ist es auch egal, weil ich bin jetzt halt schon angenommen worden für mein Masterstudium. Ich muss halt nur noch, ich brauche halt nur diesen Schrieb. Ja, sie hat ihren Bachelor. Könnt ihr nehmen. Alles andere ist unwichtig. Meine Freundin zum Beispiel, die meinte so zu mir, ja, wenn du deinen Bachelor machst, dann schenke ich dir ein Ticket nach Russland. Ich muss sagen, das wäre schon ziemlich awesome, wenn die mir wirklich ein Reiseticket nach Russland schenken würde. Ich würde zwar ein super schlechtes Gewissen haben, weil ich mir niemals so ein schönes Geschenk für sie leisten könnte. Aber das wäre schon irgendwo geil. Das wäre schon irgendwo awesome, wenn die mir echt so, was weiß ich, so im Flug nach Moskau und St. Petersburg und dann ab hier die Post. Da hinten. Das wäre schon ziemlich geil. Ich muss die Hühner noch rausholen und keiner sagt was. Sowas hätte ich mir auch für den Kuhstall gewünscht, dass sie einfach so ihr Fleckchen haben. Neben dem Stall, wo sie denn halt nerv mich nicht. Das meine ich. Ich komme einfach von diesem Gaul nicht runter. Hey, willkommen. Willst du nicht die Mary heiraten? Komm schon. Du willst sie doch gerne heiraten. Ich weiß es doch. Ach, verdammt. Ich wollte ja noch dixen. Ich hätte jetzt ganz gerne den Garnfertiger für die Scheune.
Weil, ganz ehrlich, wenn das Karnickel denn soweit ist, dann lasse ich halt das eine Fell jetzt einfach in meiner Tasche und pack das dann beim nächsten Mal halt rein. Das wird jetzt den Kohl nicht fett machen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 76.000. Ich kaufe jetzt einfach dieses blöde Juwel. Ich weiß zwar nicht, was sie bringen, aber okay. Ich bin echt gespannt, was sie bringen. Ich würde das wirklich ganz gern wissen. Olaf! Ich denke mal, Olaf wird noch bis... wahrscheinlich bis zum Winter... kann ich mir gut vorstellen, dass Olaf bis zum Winter braucht, um die 8 Herzen zu kriegen. Nein, Olaf, was ist los? Das war eine schlechte Performance. Aber ich meine, bis wir die 10 Millionen Gold, Geld, was auch immer das für eine Währung ist, zusammen haben, werde ich wahrscheinlich alle anderen Tiere auch haben. Weil, ich meine, sobald Olaf dann seine 8 Herzen hat, werde ich das nächste Tier holen. Und mich dann auf das nächste Tier konzentrieren. Wie kannst du früher da... Ach, verdammt. Oh, da fällt mir gerade was ein. Die Uschi ist ja da. Stimmt, die Lu war ja da. Wie sieht das jetzt eigentlich bei Anne und Doug aus? Wie weit bin ich bei denen? Seilbrat fehlt nur noch eins, okay. Mana fehlt mir auch noch eine. Ich wollte jetzt aber Anne und Duck. Okay, die zwei sind durch. Naja, fehlt nicht mehr viel. Ja, komm mal. Komm mal. Habe ich gesagt. Kommen Sie mal ran. Ich brauche dich. Dann schenken wir hier halt noch Mugi. Damit er dann auch mal auf volle Herzen kommt. Bei Back to Nature gab es ja dieses Event, dass Mai weggelaufen ist. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es dieses Event hier auch geben wird. Ich finde es wirklich schade, dass sie die Rivalen-Events rausgenommen haben. Und die Rivalen-Hochzeiten, weil ich hätte mir ganz gern, ich würde schon ganz gern wissen, noch wie die anderen aussehen. Ne, so wie die anderen in ihren Hochzeitskleidern aussehen, die sehen bestimmt voll schön aus. Kann ich mir gut vorstellen. Dass sie so richtig schön aussehen. Oh, komm schon, Pferd. Mach mich nicht schwach. Ah, dich nehme ich auch noch. Ein Hammer, der ist lustig. Ich weiß nicht, ich finde es schade, dass... Ich habe ja auch die Mithril-Axt. Und die Mithril-Axt finde ich wesentlich besser als den Hammer.
Weil bei der Axt brauche ich halt wirklich nur einmal aufladen und schon ist im Prinzip die Sache gegessen. Aber hier beim Hammer brauche ich ja, man muss immer zweimal aufladen. Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Sterbe ich? Ah, ich mache den Stein noch und dann gehe ich erstmal für eine Stunde oder so. Bis ich mich erholt habe. Ein bisschen in die heiße Quelle. Springen Sie ins Wasser, bitte. Düm, 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 düm. Ja, guck mal, ich bin jetzt auch schon wieder fast hoch. Das heißt, wir können im Prinzip jetzt wieder zurück. Und das Gute ist, morgen regnet. Das heißt, wir machen noch den morgigen Tag, würde ich sagen. Und dann würde ich den Part auch beenden. Dann haben wir es wenigstens fast bis Ende des Frühlings geschafft. Oder wenn ich jetzt noch den 28. mache, dann machen wir halt nächste Woche. Wenn ich wieder Story of Season stream, machen wir halt die letzten zwei Tage noch und fangen mit dem Sommer an. Ist doch eigentlich auch eine ganz gute Sache. Wie gesagt, in 2 Stunden schafft man eigentlich nicht so viel, ne? Also das ist... Die Zeit geht hier nicht so schnell um, wie man sich das immer so vorstellt. Ich kriege auch leider nicht so viel Geld, wie ich mir das wünschen würde. Und da scheint wieder die Sonne. Ach ja, das Juwel muss ich auch noch hier reintun. Also 3 Stück fehlen uns noch. Das heißt, ich überlege gerade, wo fehlt uns denn noch was? Ich muss das mal im Internet nachschauen, welches Juwel ich jetzt noch nicht habe und welche ich schon habe. So, zum Beispiel kann ich jetzt auch ganz entspannt die Kartoffeln wegsäbeln, weil die werden in den 2 Tagen nicht mehr kommen. Das heißt, dann habe ich da schon mal wieder ein bisschen gespart. Und spare mir die Energie dann am letzten Tag. Es kann sein, dass die Gurken noch einmal kommen. Dann können wir jetzt endlich auch mal Käse herstellen, ne? Ja gut, dass die Käsemaschine nicht hier drin ist, ist klar. Aber schade, dass man keinen Erdbeerkäse herstellen kann. Also, dass es nur halt mit normaler Milch geht und nicht mit der anderen. Hätte ich aber lustig gefunden. So. 1, 2, 3. Ich habe ja nur 5 Tiere. Dann können wir auch den ersten Käse mal. Wenn denn in den Kühlschrank stellen. Obwohl mir ein bisschen. Ich finde es ein bisschen traurig wegen den. Schön wegen den schönen Erdbeeren. Aber was muss, das muss. Ich glaube, ich werde heute keinen Stein hauen, wenn ich damit nämlich fertig bin. Thank you.
So, habe ich hier alles? Ja, sieht schön sauber aus. Ich liebe... Es ist eigentlich totaler Schwachsinn, ne? Dass ich das mache, weil im Winter verrotten die ja eh. Und es ist jetzt nicht so, dass die mich so krass aufhalten beim Laufen. Aber ich finde, es sieht einfach hübscher aus, wenn es sauber ist. Ne, wenn die Farm frei von Unkraut ist, finde ich, sieht das einfach hübscher aus. Wie sich das nun mal gehört für eine anständige Farm. So, ein Alpaka noch, dann können wir uns an die Kühe wagen. So, hier ist schon mal keine Kuckuck. Dann fangen wir mit den Schwarz-Weiß-Kühen an. Hier geblieben! Lucy, mach mich nicht arm. Jetzt bleibt doch mal stehen. Komm, ich hab euch doch schon fast alle. Ihr steht gerade so schön auseinander, das ist super. Nee, Björn, du jetzt nicht. Jetzt ist der Milka dran. So, die letzten beiden. Dann haben wir es geschafft. Also da, wo ein Fass ist, kommt dann anscheinend dann auch noch eine Maschine hin. Ich meine, ich habe hier einfach wesentlich mehr Tiere mit Wolle. Ich glaube, ich werde mir die 20.000 für den Wollgarnspinner da, für den Hühnerstall einfach sparen. Den braucht man einfach nicht. Sind wir mal ehrlich, wer braucht das Ding? Mensch, ich will... Ich will Muki, nicht Pepe. Oder Björn oder sonst irgendwen. Hat sich schon. Dann bringen wir mal die Milch hier hin. Gib mal weg. Ich will das mal ausprobieren. Oh yeah, zweimal Käse. Schade. Schade, hätte ja funktionieren können, ne? So, die noch, ne? Hier sind die ganzen Kühe. Rosi und Björn. Die anderen zwei Packers, ja, gut. Ich war mir jetzt nicht so sicher. Ich habe schon so ein Gefühl, dass die bei dir so richtig reinknallen. Mina, übertreib's einfach nicht. Leg dich lieber hin und schlafen und zwing dich nicht, hier wach zu bleiben. Mir ist es lieber, wenn du dich ausruhst, als wenn du dich jetzt dazu zwingst, hier wach zu bleiben. So, was machen wir mit dem angebrochenen Tag? Es ist Montag. Wir könnten ein bisschen Geschenke verteilen gehen. So, ich werde Mina jetzt nicht vorlesen, weil die mich einfach nur aufregt. Dankeschön. Ne? Mina ist so eine kleine Quasselstrippe, die hält nie die Schnüsse. Da denkt man sich so, oh, hör auf zu reden. Ach, falsches Haus. Ha, lol. Ich wollte ja eigentlich zu Ellie, die ist ja hier. Die ist ja da. Ja, okay.
Ich hätte ganz gern den hier. Wie viel kaufen wir denn? Kaufen wir mal einen neuen. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Kaufen wir mal einen neuen. Und die letzte Blume bringen wir den Huang. Ich meine, mit meinem Tier spielen darf ich ja eh nicht. Aber ich frage mich, wo fehlen mir denn jetzt noch Juwelen? Also, wir gehen davon aus, dass ich die an der Straßenlaterne schon habe. Ich hätte vorstellen können, dass vielleicht... Ich glaube, beim Pferderennen... Mana. Mana, Mana. Die, 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 die. Mana, Mana. Also Mana mit Doppel-N. Mana. Irgendwie so. Ganz komisch. Keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird, aber ich fand die schon... Ich muss sagen, ich fand sie in Back to Nature voll hübsch. Weil da war sie wirklich eine richtig hübsche. Aber die labert zu viel einfach. Die quasselt ohne Punkt und Komma. Das ist ätzend. So, ich bin da vorbereitet. Ich bin hier vorbereitet. Das heißt... im nächsten Part machen wir dann hier mit dem Frühling weiter, ne, mit dem 29., 30. und dann fangen wir mit dem Frisbee-Festival an. Ich darf nicht vergessen, am Mittwoch, den 30. Frühling. Nein, ich habe Mana gesagt. Und da dürfen wir nicht vergessen, die Erntewichtel zu holen. Noch irgendwas Cooles? Pupuri hat Geburtstag, Gaka-Gaudi. Die kein Schwein versteht. Das Moonfest. Das Feuerwerksfestival. Ah, okay. Wenn die Geburtstag haben, kann ich nochmal so ein bisschen punkten bei denen. Dann ist Herbst. Konzert. Gott. Sonne. Manne. Doktor. Kater. Kirche. Gut. Valentinstag. Aber ich denke schon, dass wir gut weit gekommen sind. Die Naturgeister mögen uns auch eigentlich ganz gut. Ne? Blaubeere und Kürbis mögen uns zu 6. Ne, Kirsche kommt mit 5. Aqua kommt jetzt schon mit 6. Sonne 4. Okay, Minze 4. Pflaume 4. Aber Artax liebt uns total. Und wir müssen noch ein bisschen mit dem Laufen einfach. Und Olaf hat einen Punkt dazu gekriegt, ein Herz. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, da fehlen uns nur noch 3 Herzen. Dann sind wir auch da weiter. Und bei den Bewohnern ist auch nicht mehr viel. Ich meine, ich kann Mio nicht beschenken. Mio liegt den ganzen Tag im Bett und macht gar nichts. So, die Hühnerfeen, die Hühnerfarm kann ich weglassen. Jetzt muss ich nur noch Mugi beschenken. Saibara ein bisschen beschenken. Gray, Yu kann ich weglassen. Mana. Basil müsste ich mal wieder. Und Anna. Ne, Harris, Ellen, das mache ich dann halt alles so, wenn sie Geburtstag haben. Ne, ich glaube, wenn ich Ju was Cooles zum Geburtstag schenke, irgendwie einen Apfel oder sowas, wird er sich schon freuen. Carter, Cliff, ne. Die sieht man halt so selten. Kai siehst du ja auch zum Beispiel nur im, nur im Sommer. Jennifer, Huang halt. Bon Vivant kann man halt nur beschenken, wenn Kochfest ist. Habe ich mir sagen lassen. Aber dann weiß ich auch nicht, wo der rumspukt. Kappa kannst du halt nur im Frühling, da, weil der mag ja nur Gurken. Wann? Ich weiß nicht, was man ihm schenken soll. Genauso wie Lu. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was er mag. Ich weiß, sein Lieblingsding ist diese Flasche, aber ich habe halt nicht das Geld dafür. Weil er meint, ich kann mir das, was er jetzt denn anbietet, mir nicht leisten. So, wie warum speichere ich denn jetzt schon ab? Wir gucken jetzt noch, was ich eingenommen habe. 5000 immerhin. So. Jetzt speichere ich aber ab. D
Okay, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.